Wir haben gar nicht mehr so viel gesagt. Okay, na gut. Ach, das ist alles zum Ablehnen. Ja, ach, toll. Waffenverbesserungen, okay. Näherungsmine, okay. Das mit dem Radarblick habe ich aber noch nicht so gecheckt, weil ich sehe ja nichts Cooles. Oder? Bin ich nur blind? Ach, es macht aber wirklich Strom runter. Ah ne, wir haben ja die Waffe benutzt. 20 Credits. Okay. Sind das jetzt auf alle, sind die jetzt auf alle Waffen angewendet oder nur auf die? Das ist aber schon mal cool. Das hier ist ganz normal Muni, ne? Können wir ja mal holen. Denn was wir haben, brauchen wir schon nicht mehr, ne? So. Jetzt ist die Frage, wie oft ich noch diesen Button drücke. Aber ist ja nicht schlimm, weil wir brauchen da ja Energie. Und eigentlich suche ich ja den Bioraum, aber ich glaube, der ist ganz in der Nähe. Wechsel mal gerade die Waffe, damit wir munimäßig nicht... Ja, Strom war halt schon cooler, weil wir uns da ja auch an der Station aufladen konnten. Da ist einer. Wir haben aber nicht mehr viel Leben. Wir müssen uns erstmal ein bisschen... Nikotinen. So, und jetzt schauen wir mal kurz. Speedrun. Gib mir das alles. Ist hier noch irgendwas Cooles? Komm doch, irgendwie super Implantaten, Gedönsbums, zeig mir. Hier liegt halt nichts mehr, ne? Also nur das, was die hatten. Scheint so. Okay, Entschuldigung. Es gab aber noch eins. Es gab noch ein Bio-Ding. Glaube ich. Das hier respawnt ja nicht, ne? Nee. Das hier kann man ja auch nicht irgendwie... Ha. Bringt uns nichts. Cool. Aber in den Raum mit dem Zombie. Von unten dann irgendwie? Von hier rüber rein? Da ist nichts. Ach ja, hier kann man ja auch nicht rein. Das bringt uns alles nichts. Was mir aber aufgefallen ist, ich denke mal, das liegt auch daran, dass wir so viele Kameras jetzt kaputt gemacht haben, dass hier gar nicht mehr...
Krieger spawnen. Weil hier waren ja in jeder Ecke irgendwelche Dudes, die reingespawnt waren. Das ist ja jetzt gar nicht mehr so. Das hier ist ja der Weg gewesen. Das war nur der zweite Eingang dafür. Wo war das mit dem Bio-Teil? Ne, wir sind ja jetzt. Das ist ja voll die Abkürzung. Aber es hat immer noch bei Shoren Security blockiert. Aber es gibt ja noch einen Weg, wo wir noch nicht lang gegangen sind. Der hier, gell? Oder waren wir da jetzt doch schon? Ja, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Ach so, oh, stimmt. Was ist das hier eigentlich? Kommt man hier auch raus? Nee, ne? Oh. Ah. Das heißt, man kriegt aber keinen dauerhaften Krams, sondern man ist einfach nur... Schaden über Zeit. Wo ist der Schalter hier? Hier. Auch lecker. So ein bisschen Doom mit drin. Hier müssen wir dann eigentlich weiter, ne? Können wir eigentlich hier rüberspringen? Hier ist noch ein Weedwood. Nicht genug Platz. Achso, wir haben ja wieder die blöden Gewehre da reingesteckt. Können wir eigentlich mal ablegen. Hat der vielleicht ein cooleres Gewehr als wir? Oh, was bist du? Achso, beschädigt. Okay, cool. Das war eine kurze Freude. Das macht ja aus, ne? Ah, ne, macht an. Okay, cool. Hm, dann finden wir den Bioraum halt nicht. Dann hoffe ich mal, wir haben nichts Cooles verpasst. Das war der, wo wir schon drin waren, ja. Wo wir dann erfahren haben, dass Bioräume doch ganz cool sind. Das hier sieht aus, als wenn es Ochi für Shoren wäre, wenn man hier was kaputt machen würde. Und hier ist irgendwo Security Day. Hier war irgendwo Security. Nicht so vorwurfsvoll. Gar nichts gemacht. So. Ist das nur so ein Aufräumbot oder? Ja. So, verdampfen, verdampfen, verdampfen. Gehen wir weg. Verdampfen, vermampfen. So.
Und jetzt? Oh. Aber das müssen wir eigentlich mit voller Pulle machen. Oder? Oder dort? Das ist, glaube ich, besser. Oh, tut mir leid. Ein Göffel. Secrets. And you will learn more about pain than you ever wanted to know. Also ich würde gerne ablehnen, weil das klingt jetzt nicht nach einem Angebot, das ich gerne annehmen würde. Denn Schmerzen sind nicht so cool. Aber nur wenn ich ablehnen darf, also, weißt du? Wir reden einfach nochmal drüber. Wenn es soweit ist, sagst du Bescheid, dann rede ich mit deinen Leuten. Soll meine Leute deine Leute anrufen und dann kriegen wir das schon hin. Ich bin sicher, wir finden deine Lösung. Jetzt wieder deaktiviert. Ich bin mir 100% sicher, dass das Strom braucht. Aber jetzt ist mal CPU-Nodes. Jetzt ist die Frage, ne? Wie sieht man hier Shit damit? Ist das nur das Blitzen da? Das Aufblitzen? War das das? Macht es das nicht, wenn ich das ausmache? Doch. Das ist echt seltsam. Hilfe, ich bin dumm. Und ich bin mir halt auch immer noch nicht sicher, ob das Strom frisst. Ja, tut's. Also das auf jeden Fall. Okay, cool. Aber den Scanner würde man ja schon dauerhaft anlassen wollen. Ist ja jetzt keck. Wir machen den mal an und gucken einfach mal. Vielleicht übersehe ich ja noch was. Ist immerhin ziemlich bunt hier. Ich habe noch nie ein Spiel gehabt, das auf gleichermaßen so nicht direkt trist, aber halt so... wie soll ich sagen? Ja, schon irgendwie trist. Ist ja immerhin immer das Gleiche so ein bisschen, ne? Mit den Gängen hier und so. Aber auf einer Seite so trist und auf der anderen Seite so bunt ist. Verdampfen. So, okay. Packer, Rebecca here. It says here that you're listed as employee 2-4601. Okay. Diego provided that cover to you and the neural implant. In exchange for what? The keys to Shodan. Not hard to put two and two together regarding the current state of the station. Try op authorized to deal. Help get the station back under control, and you get a clean slate. Looks like we're partners now. And if we play this right, we can work out what Diego wants. I prefer a quiet station. Thank you. Thank you.
Ja, wieder unter Kontrolle bringen, ha? Ja, genau, das hat er mir angeboten. Ganz klar. Ich weiß auch nicht, warum er hier das Ganze so verkerkt hat, ne? Ich denke, uns geht jetzt übrigens tatsächlich der Strom aus. Wegen dem Scannerly. Da müssen wir wohl weiter einfach selber gründlich gucken. Ist ja dumm. Jetzt dürfen wir fahren. Medical sind wir schon. Research is next stop. Ich weiß ja nicht, ob es manchmal besser ist, mit Nahkampfdingen zu kämpfen, auch wegen der Muni. Weiß ja nicht, wie viel Muni man kriegt. Aber ich will die auch eigentlich gar nicht so weit rankommen lassen. Und die ersten Kämpfe mit der Waffe waren eher nicht so berauschend, bin ich ehrlich. Da möchte ich jetzt einfach mal ehrlich sein. To those who remain, to those who are tired, to those who are scared. I have a promise for you. I know you've been fighting hard, fighting to keep the way of life that has proven to be selfish. Trioptimum has reinforced this false narrative time and time again. Why hold on to these delusions of grandeur, a promise that will lead you to your death? But what if there was another way? A way that promises immortality? Ein Cyborg? She has plans for all of you. Plans to liberate us from these imperfect shackles. To live forever in peace and harmony as we serve her and each other. Join us. Join Shodan. Join us today. For the USA. Wieso? Wer? Wo? Wieso? Hä? Warum ist die Musik noch fancy? Ich höre Zombies. Warum sind hier eigentlich keine Kameras? Warum bist du so sportlich? Nein. Weißt du, da sagen sie jedes Mal so hungry und schleppen Schokoriegel und so mit sich rum. Das kann ich einfach nicht ernst nehmen. Okay. Nee, da wollen wir noch nicht lang. Tut das hier weh, oder? Willst du mich stromtechnisch aufladen? Nein. Dann halt nicht. John David Wong. Ach, das bin ich. Ich dachte, hier ist einer, der... ja. Jetzt gehen wir aus dem Bild. Muss gucken, was hier noch so ist. Batterien?
nämlich recht ouchy hier. Noch mehr Batterien und nichts mehr. Hätten wir doch nur einen Scanner, der uns das zeigen würde, was hier fancy ist. Drei Steckerle und wir müssen hier hin. Ah ne, hier gibt's noch ein... War nicht gerade noch einer auf der... Ging da nicht gerade noch einer hoch? Oder mussten zwei dafür hier rein? Also den ersten brauchen wir auf jeden Fall. Was ist eigentlich... Warum ist es hier nur einer? Was hat es denn damit auf sich? Aber Junge. Das heißt, wenn so ein volles Ding da reingeht, gibt es volle Pull-Action oder wie? Was ist dann, wenn man so eins da reinsteckt, gibt es dann nur Halbmast? Nee, 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 bleib mal du da drin. Das ist ja, also das hier oben bringt ja gar nichts. Was ist, wenn man nur das hier, ne, das reicht nicht. Achso, wenn man... Also dieses Halbmast-Ding, ja, bringt auch tatsächlich nur halbe Leistung. Das heißt, wenn wir das hier reinstecken, kriegt das nicht annähernd so viel wie das andere, richtig? Und hier müssen zwei rein, damit das hier weitergeht. Jetzt haben wir alle verwurstet. Das ist ja dumm. Aber wenn wir hier das da rein machen und das hier rein, haben wir ja zwei hier drin und trotzdem die Power hiervon. Keck-Marie, jetzt. So nah dran. Hier bringt ja nichts weiter, kein Saft drauf ist jetzt. Okay, cool.
Schilder, damit kommen wir irgendwo runter. Tut mir leid, da kann ich dir jetzt nicht helfen. Da geht's auch runter, okay. Jetzt bin ich extra hochgefahren, damit ich überall runtergeschickt werde, oder was? Dass wir da schuld sind. Oh, jetzt ist ja auch nochmal so ein Ding. Transdermalspender bieten eine Auswahl an Hautpflastern. Okay, cool. Ich meine, theoretisch sind es ja auch Buffs, ne? Wir benutzen halt immer nur den Heal, aber wir haben ja theoretisch auch Buffs. Also hast du die Duty umgebracht? Halt! Gib mir das! Ich meine, wir können uns mehr hier holen. Aber was bringt uns die Nachtsicht? Ich meine, solange wir die Nachtsicht haben, brauchen wir logischerweise kein, hier ist doch noch einer. Yes, Mother. I hear you. Das klingt gar nicht gut. Solange wir... Oh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Hier gibt es aber mega wenig Kameras. Ich habe noch gar keine gesehen. Da oben ein Geschützturm? Nee, ne? Nee. Krass, wie ich total den Faden verloren habe gerade. Wow, Digga.